Und damit herzlich willkommen zurück zu Need for Speed Shift 2 Unleashed. Wir machen weiter mit der Retro Hot Lap Europa. Alla. Ganz entspannt hier mal. Mein Mikrofonstativ, beziehungsweise das von Freddy, denkt sich schon wieder die ganze Zeit, Bruder, ich bin ein Brummkreis, ich drehe mich im Kreis. Bleibst du stehen, danke. Gut. Ein Kommentar schrieb, ja, mach mal die Speedwall an, also hier mit EA connecten. But why? Also, ich sehe keinen Vorteil, ehrlich gesagt. Wir fahren jetzt im Hockenheimring. Schöne Strecke. Danach fahren wir eine Runde Cirque de Catalunya Club, kenne ich nicht. Und Brands Hatch. Sagt mir vom Namen her auch nichts. Hockenheimring, sagt mir was. Hockenheimring kurz. Ist, glaube ich, das, was wir in Papenburg gefahren sind. Oh shit, das bremst deutlich härter ab, als ich erwartet habe. Müssen wir mal schauen, wie ich mich hier schlage. Hier stand ich übrigens beim Kies, also da jetzt links. Eher so ungeil, im Kies zu stehen, kann ich euch sagen. Schöner M3 hier. Okay. Okay. Fühlt sich alles noch nicht so gut an. Muss ich ja ehrlich sein. Wenn man hier geradeaus weiterfahren würde, hier stand auch einer, den wir kannten. Mit so einem kleinen Mini Cooper stand der da. Ziemlich cool. Also der Mini Cooper, nicht, dass er da stand. Er hatte wohl gebremst und ja, das Auto hat aber nicht gebremst. Also er stand wohl mit dem Bremspedal auf dem Bodenblech. Es hat aber nicht verzögert. Es ist folglich einfach weiter geradeaus gefahren. Vorlaufstart, Ziel. Ja, so schnell war ich hier mit dem Uno nicht. Nicht ganz. Hier kann ich auf jeden Fall deutlich schneller fahren. Bremst hier zu viel. Aber wir sind schon mal 1,3 Sekunden schneller. Okay, hier muss ich deutlich langsamer werden. Oder ein wenig mehr. Ausholen. Mal schauen. Okay, schon mal 2,5 Sekunden schneller. Mit 2,5 Sekunden wären wir auf jeden Fall schon mal auf der nächsten Platzierung. Nice, alles geschafft. Wow, den hast du's mal richtig gezeigt. Wir haben gewonnen. Ja, lief ganz gut, ne? Find's schade, dass sie hier keine Originalbeklebung haben. Aber mei, man kann nicht alles haben. Ja, Autolog, wie gesagt, habe ich noch nicht an. Ich habe kein EA-Konto erstellt jetzt dafür. Lieber Kommentarschreiber, warum soll ich Autolog anmachen? Hat das irgendeinen wichtigen Grund? Also, ich mach das, aber ich hätte halt schon gerne gewusst, warum. Dann muss ich mir erstmal ein EA-Account machen und so. Weil ich gerade wenig Bock drauf, wenn ich ehrlich bin. Oh, mit dem Einser GTI. Ich hab nicht darauf geachtet. Ein Einser GTI. Hat er gerade einen Daumen gezeigt? Soll das ein Original 1er GTI sein? Für ein 1er GTI?
wird die Leistung auf jeden Fall passen, weil er hat nicht furchtbar viel Leistung, das merkt man schon. Ein 1er GTI müsste auch ein 5-Gang-Getriebe gehabt haben. Weil die normalen 1er Modelle gab es viele, die nur einen 4-Gang hatten. Die Kiste, die mein Cousin fährt, hatte original zum Beispiel nur einen 4-Gang. Das war nämlich original mal ein Golf 1 GX mit 1-Liter Motor, meine ich. Komm! Super gemacht, Mann. Okay. Wirklich super. Schönes Spucknapflenkrad. Gut. Irgendwie kriege ich gerade keine XP, doch ganz wenig, okay. Ja. Weil nicht 5 von 11, nur 5 von 6 Kurven, okay. Gut. Dann kommen wir jetzt noch mit dem Lancia Delta HF Integrale Evolution. Mit welchem Evo? Wahrscheinlich ein Evo 1. Brandy's Hatch Indy in UK. Relativ kurze Runde, so wie es aussieht. Aber es sind drei, also auch wieder drei Runden. Bin noch nie gefahren. So sieht meine jetzt übrigens auch aus. Ich habe meinen mal umgebaut. Okay, gefällt mir schon mal deutlich besser. Haben natürlich auch nicht original nicht so viel Leistung. Ich wüsste jetzt aber ehrlich gesagt nicht wie viel. Also ich kenne mich jetzt nicht so gut mit diesen Autos aus. Ich weiß nicht, dass ich die richtig geil finde. Sind 2 Liter Allrad Turbo. Das hört sich hier schon noch ein bisschen mehr Leistung an. Ich glaube nicht, dass die original machen. Glaube ich zumindest nicht. Ja, gefällt mir schon relativ gut. Ich würde gerne mit zwei Händen fahren, aber das lässt das Mikrofon gerade nicht so richtig zu. Okay, ich muss 1,892 Sekunden schneller werden. Dürfte relativ schwierig sein, wie ich das hier einschätze. Ja, ich glaube, ich schätze das richtig ein. Ich glaube, das war eine ganze Ecke schneller. Ja, das war nochmal 200 so schnell, als war 10 schneller. Das war, glaube ich, ein Gang zu viel, den ich runtergeschaltet habe. Nee, es war sogar gut. Das war, glaube ich, ein Gang zu viel, den ich runtergeschaltet habe. Komm. Fuck! Gut gemacht. Du stehst auf dem Treppchen. Ich hab's nicht geschafft, ey. RIP. Weil ansonsten war das relativ gut gefahren, hätte ich gesagt. 58. Wie lange habe ich gebraucht jetzt genau? 58, 2, 3, 6. Leck im Arsch, ey. Okay. Immer noch nicht Level up. Wir können jetzt noch die Retro-Liga Europa anfangen. Würde ich sagen, machen wir auch.
Ich hoffe, ich muss jetzt nicht schneiden, wenn man irgendwas gesehen hat. Wir fangen mal an. Allerdings nicht mit diesem Auto hier. Sondern natürlich mit unserem Delta HF Integrale. Und Evolution. Ich habe nicht darauf geachtet, welches Rennen das ist. Okay, der Einser dürfte schon mal auf keinen Fall ein Problem werden. Aber unser ist ja auch noch ein bisschen anders. Unser hat ja ein bisschen mehr Wucht schon. Übrigens, legendär bei diesem Auto war damals der gelbe Tacho. Was ich auch extrem schick finde. Okay, das war eben einen zu tief, schade. Okay, die Karre fährt echt gut. Ich habe gerade ein bisschen zu wenig gelenkt. Leider. Das ist, glaube ich, die erste Strecke, die man in Shift 2 überhaupt gefahren ist. Kann das sein? Oder zumindest ähnlich? Wirkt für mich zumindest auch ähnlich. Ist mal überhaupt noch Musik an? Gefühlt nämlich nicht. Okay. Ein bisschen weggerutscht. Vor allem hat dieses Auto einen echt langen Drehzahlbegrenzer. Was mir sehr gut gefällt. Dass nicht sobald man im roten Bereich ist, er anfängt, den Drehzahlbegrenzer zu hämmern, sondern dass das schon einen Augenblick dauert. Anderthalb Sekunden langsamer, ja gut, ich wollte aber auch unbedingt die Dingens hier machen. Die Kurven. Ich glaube, ich habe ein sequenzielles Getriebe. Zweieinhalb Sekunden bin ich langsamer, ey, als meine schnellste Runde. Gut, alle Kurven aber gemeistert. Okay, jetzt war das wirklich zu tief. Schauen wir mal, dass wir jetzt hier nochmal richtig reintreten. Na, da war ich nur ganz bisschen langsamer. Schauen wir mal, dass wir hier richtig reinhämmern. Das Auto kann man scheinbar komplett No Lift Shift schalten. Wahrscheinlich wegen deshalb kam auch mein Guess auf sequenziell. Natürlich Traktion und am Ende die Kiste hier als Allrad. Gewonnen, gute Arbeit, Mann. Nice. Noch relativ easy gewonnen. Ich habe weiterhin noch Mittel stehen. Unsere schöne Lackierung bzw. Folierung. Und wir haben wunderschöne integrale HF-Felgen drauf. Die ich wirklich gut finde für das Auto. Gelevelt sind wir. Was gibt's alles? Vinyls, Team West und 140.000 Geldbonus. Nice. Gut. Weiter geht's. Wir haben noch 6 Minuten. Warte mal. Ah! Jetzt kommt hier so ein Abschnittsding. Okay, das machen wir jetzt mal nicht. Wir machen noch. So, ist das. Hahaha. Das schaffe ich wohl nicht in der kurzen Zeit. Gut, dann machen wir das beim nächsten Mal, würde ich sagen. Wir machen jetzt noch ein Drift-Ding. Ich habe jetzt dazu entschieden, ein bisschen anders zu driften als vorher. Ich drifte ab jetzt mit Lenkradschaltung, also mit Schaltwippen. Das ist auch ein Dreier. Verfickte Scheiße. Ist hier noch ein einzelnes? Ja.
Oval. Ah, okay. Machen wir. Hä? Nein. Ja, also wie gesagt, ich habe mich entschieden, ich fahre mit Lenkradschaltung. Mit Schaltwippen. Weil dann fahre ich nicht die ganze Zeit nur im dritten. Warte, so. Dann fahre ich nämlich nicht die ganze Zeit nur im vierten Gang. Oh Gott, Alter, das ist jetzt wieder das kleine Oval, okay. Kannst du bitte von der Wand weg, danke. Und es ist scheinbar richtig, dass... hallo, rückwärts, danke. Dass die Reifen heiß kochen, allerdings nicht auf eine realistische Art und Weise, nämlich nachdem wie viel man driftet, sondern nach der Rundenanzahl. Also wenn man die erste Runde nicht so gut gefahren ist... Ha, oh Gott, Alter, das starte ich mal neu. Also auf der Rennstrecke, wo ich so übel Probleme hatte damit, war es so, dass ich dann... Ich bin nochmal Dritter geworden. Indem ich einfach die erste Runde relativ gut gefahren bin und die zweite halt auch. Ich fahre zu nah an der Bande, ne? Ich versuche mal ein bisschen weiter wegzufahren. Geht doch. Nein, komm doch von der Wand weg, Junge. So, schön. Handbremse weiß ich übrigens immer noch nicht, ob ich die richtige Taste dafür drücke. Auf jeden Fall drücke ich eine Taste für irgendwas. Ganz verstanden, was habe ich noch nicht. Und ja, ich weiß, dass das Drehzahlbegrenzer ist, aber ich will halt möglichst... Komm doch weg von der... Junge, ich lenke übel nach links und der denkt sich so... Ja, rechts sehe ich auch ganz schön, ne? Erster sind wir schon mal. Nice. Gut. Das lief erstaunlich gut. Was sind zwei neue Stadtzeug? Komplett dumm gefahren, ne? Ja, 390 Punkte ist absolut in Ordnung, meiner Meinung nach. Scheiß jetzt gegeben. Ach, 6 Sekunden habe ich nicht geschafft. Okay. 6 Sekunden oder 430 Punkte. 430 Punkte hört sich erstmal relativ wenig an. Sind es 2 Runden. Im Dunkeln natürlich. Okay, da würde ich gern... Hallo, komm gerade. Ja, wahrscheinlich werde ich jetzt erstmal ein bisschen zu schnell sein im vierten. Okay. Achso, und übrigens, ne, also hier... Also A ist das sehr eng, um zu driften. Und B schafft man hier nicht so richtig geil Punkte, meiner Meinung nach. Okay, oder ich schaffe gar nicht, weil ich hier nur kollidiere. Okay, da bin ich zu spät vom Gas leider. Aber das war relativ gut. Für eine erste Runde, muss ich sagen. Es ist scheinbar Handbremse übrigens, was ich da habe.
Gut, hier war ich mit dem vierten schon relativ zügig. Nee, 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 nee. Ah, Kacke. Egal, relativ gut gefangen. Komm. Komm. So, jetzt versuchen wir noch diese Kurve hier halbwegs geil zu nehmen. Okay, aber immer unter die Top 1 gekommen. 480 bräuchten wir, glaube ich, für Rekord. Okay, 424 haben wir geschafft oder so. 425, absolut ausreichend meiner Meinung nach. Und damit war es das auch schon wieder. Fuck, 5 Punkte mehr. Egal. Damit war es das auch schon wieder. Beim nächsten Mal machen wir die nächsten Retro-Liga Europa Sachen, nämlich diese drei Abschnitte hier. Und vielleicht ein bisschen Drift. Bis dahin, haut rein und tschüss.